Gehöft der Witwe. Das ist auch hier in diesem Umkreis. Das würde ich auch nochmal vorher machen. Das ist ein bisschen hier weiter weg. Finde die Witwe und sprich mit ihr, wie der Vater, so der Sohn. Zeige mir alles. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Arme Frau. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Ich dachte jetzt, dass wir jetzt irgendwo weit wegreisen müssen, weil sie das selber irgendwie nicht hinbekommt. Aber anscheinend in der Nähe sogar. Felsenlippe hieß das. Hab ich ja noch nie gehört, glaube ich. Joa, hier ist es ganz schön alles abgefackelt. So, hier gibt es Schlangen und wahrscheinlich da müssen wir auch rein. Psst, die blöden Biester. Ihr blöden Biester. Was ist denn, wenn ich eine Schlange mit Rage mache? Ah, schade. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das sind die Blumen, die ich suche. Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Da bin ich. Ich bringe dir die Blumen und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jajaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Fußspuren. Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Das geht auch mit dem Adlerblick oder Adlerauge. Erinnert mich jetzt, weil ich Horizon viel gespielt habe und da auch viel Fußspuren waren, denen man dann folgen musste, erinnert es mich mehr jetzt an da. Aber ich glaube schon damals in alten Assassin's Creed Time war auch schon ein bisschen so mit Spuren. Gehen wir mal hoch. Hier sind aber viele Spuren. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Da müssen wir jetzt rein, hä? Ich muss einen Weg hineinfinden.
Machen wir jetzt. Gucken uns das Ding mal an hier. Wegbewegen. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Brief des Sohns. Ich habe Söldner auf diesen Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter, aber Beji hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Ach so, wir suchen jetzt nicht den. Okay. Kommt vielleicht noch. Gehen wir erstmal wieder zurück. Vielleicht haben sie ja den geschnappt. Letzten Endes ja, ne? Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Oh, der dumme Junge. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was er damit meinte? Oh nein. Dohans Hof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist, bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Dohans Gehöft wird schwer bewacht sein. Wenn er nicht lebt, bekommst du ihn auch nicht zurück. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Okay,